Diese Cross-Zoom-Transition habe ich auf meine Webseite genommen. Kannst du dir for free unten downloaden. Aber Vorsicht, Paths in DaVinci sind schon seit der 16er-Version kaputt. Und es empfiehlt sich immer, wenn du die Transition anwendest, einmal kurz in Fusion zu springen, damit dann die Pfade auch richtig ausgelesen werden. Ich weiß nicht, warum das ist, aber bei dieser Transition ist es relativ easy. Einfach kurz in Fusion springen und wieder zurück. That's it. Okay, jetzt möchte ich allerdings darauf eingehen, wie ich das Ding erstellt habe. Und ich nehme an, die meisten kennen das Vorgehen. Also Transition markieren, mit STRG T in Cross Dissolve einfügen, mit Rechtsklick in Fusion Cross Dissolve konvertieren und dann hier oben in Fusion gehen. Jetzt haben wir hier einen Cross Dissolve und den möchten wir ungroupen. Und das erste, was ich hier mache, ist einmal den Anim Curves Modifier für das ganze Ding auf Custom Curve zu stellen und den bei 0.4 starten lassen. Dann möchte ich den ganzen Dissolve bei 0.8 enden lassen. Und damit haben wir 40% für den Zoom und jeweils ein bisschen vorne und hinten für die Ein- und Ausanimation. Für die Zoom-Transition holen wir uns mit Shift-Space eine Transform-Node rein, sowohl für das Media-In als auch für das Media-Out. Und auf der Size von beiden machen wir Modify with Anim Curves. Für die erste wollen wir im Offset eine 1 eintragen und dann gehen wir unter Custom und wollen das Ding erst bei 0.2 starten lassen und enden lassen wir es auf 0.6. Jetzt möchten wir hier natürlich einen schönen Bogen zeichnen, damit unsere Zoom-Transition schnell ist. Und damit haben wir schon mal den ersten Zoom. In der zweiten Transform möchten wir, wenn das nachher kleiner ist, keinen schwarzen Rand haben. Deswegen stellen wir den Edge-Type auf Mirror. Und dann können wir hier in der Size auch wieder Modify with Anim Curves gehen. Der Offset ist natürlich auch wieder 1. Die Scale ist negativ und wir möchten das Ganze invertieren, sodass es am Anfang klein ist und dann größer wird. Auf geht's zum Timing. Wir stellen das hier auf Custom und wollen das Ding natürlich bei 0.4 beginnen lassen und das Ganze enden lassen auf 0.8. Und jetzt machen wir den umgedrehten Kurvenverlauf, sodass es am Anfang schnell reinkommt und dann schön east. Und wenn wir uns das jetzt angucken, haben wir jetzt schon mal den Zoom Dissolve. Okay, aber die Scale, die können wir auf jeden Fall noch kleiner machen. Und dabei will man zwischen minus 1 und 0 bleiben. Ich finde 0.5 ist hier eine gute Option. Okay, jetzt fehlt natürlich der Zoom Blur und dazu können wir entweder in den Transform Nodes unter Settings die Motion Blur aktivieren und die hochcranken, was ziemlich renderintensiv ist, aber realistischer. Oder wir hauen hier hinter dem Dissolve mit Shift Space einen Zoom Blur rein. Und den können wir auch wieder Modify with Anim Curves gehen. Und da unsere Transition ja von 0.2 bis 0.8 geht, können wir genau diesen Bereich Keyframe, also 0.2. Auf 0.5 hat das Ding seinen Höhepunkt und auf 0.8 ist das Ganze draußen. Das Ganze smoothen wir noch mit Shift F und damit haben wir eine Zoom Transition. Okay, und jetzt kommt das Spannende, wie man dieses Cross erstellt. Ich hole mir hier zuallererst mal ein Rectangle rein und mach das ganze Ding klein und zieh es zur Seite breit auf. Und zwar richtig breit. Nicht nur 2, weil wir wollen das ja nachher hin und her bewegen, also 5. Damit ist das Ding Overkill breit und mit STRG C, STRG SHIFT V erstelle ich mir eine Instanz. Eine Instanz ist ja eine gelinkte Kopie und unter Angle klicke ich hier mit Rechtsklick drauf die Instanz und gebe einfach 90 Grad ein, damit ich jetzt meinen Cross habe. Das siehst du auch in dem Preset, da habe ich noch ein bisschen mehr gemacht, damit es rund wird. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, dass wir die Bewegung hinbekommen. Und dazu suche ich mir eine Polyline hier, klick zweimal in meinen Viewer, klick dann auf Enter und damit habe ich hier meine Punkte, die ich publishen kann mit Shift P. So, jetzt möchten wir hier bei Right Click for Shape Animation das Ding rausnehmen und habe jetzt zwei Punkte, die ich quasi individuell bewegen kann. Und eins wird der Startwert und eins wird der Endwert sein. Und die müssen wir jetzt einfach nur an den Center-Parameter unseres Kreuzes binden. Und das mache ich mit einem Path-Modifier. Aber bevor wir jetzt den Path einfügen, müssen wir ihn erstmal verfügbar machen. Deswegen im Polygon mit Rechtsklick, da bei Right-Click for Shape Animation steht, einfach auf Publish gehen. Und jetzt habe ich hier eine Polyline, einen Pfad, der quasi diese beiden Punkte beinhaltet. Und jetzt kann ich in meine Rectangles gehen und denen mit Rechtsklick einen Pfad zuweisen, einfach hier auf Path gehen und dann hier unter Modify With, da wo Right Click for Shape Animation steht, einfach mit Rechtsklick Connect to Polyline Value.
Und damit springt das zum allerersten Punkt. Und wir haben in dem Path Modifier des Rectangles hier ein Displacement Parameter, wo wir den Keyframe erstmal noch rausnehmen müssen. Und jetzt bewegt es von A nach B, wenn das bei 1 ist. Und so kann ich das ganze Ding bewegen lassen, indem ich einfach mit Rechtsklick Modify with NM Curves gehe. In dem NM Curves Modifier wollen wir die Curve wieder auf Custom stellen, um die Zeit einzeln anzupassen. Und wir möchten einen Punkt setzen bei 0.2, weil das ja der Punkt ist, an dem unsere Transition passiert. So, damit geht jetzt mein Kreuz von Anfang bis dahin. Okay, das muss noch smoother werden. Definitiv. Definitiv. Und die Polyline, da sie ja quasi nichts anzeigt, können wir auch hier einfach mit rein verbinden, damit sie automatisch geladen wird. So, und das verbinden wir einfach in einen Background. Und dieser Background gibt uns dann die Farbe für unser Kreuz und das können wir hier einfach drüber mergen. Und damit haben wir unsere Transition im Schnelldurchlauf. Aber du siehst, unser Zoom ist noch nicht da, wo wir ihn haben wollen. Und den müssen wir jetzt quasi an den zweiten Punkt binden. In unserer Polygon Node klicken wir bei Point hier mit Rechtsklick drauf auf den zweiten Punkt auf Publish. Jetzt ist der hier für jeden zugänglich. Und in den Transform Nodes klicke ich auf den Pivot mit Rechtsklick Connect to und dann Polygon Point 1. Und im Zoom Blur mache ich das unter Position ebenfalls. Rechtsklick Connect to Polygon Point 1. Und damit siehst du, sind unsere Transitions schon mal richtig. Ich hoffe, du hast hier wieder was gelernt und wenn du dich mehr mit Pfaden und wie man Dinge entlang eines Pfades animieren kann beschäftigen willst, dann schau dir mal dieses Tutorial an. Ich wünsche dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.